Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2 Stay Human. Wir sollen direkt zu Sophie, denn irgendwas scheint nicht ganz richtig gelaufen zu sein. Und anscheinend liegt ihr Aufenthaltsort hier in diesem verseuchten Gebiet. Allerdings ist hier auch ein Hemmstoffbehälter. Ey, geil. Was gibt's hier? Da oben gibt's irgendwas Cooles. Ja gut, das bringt nichts, Aiden. Wenn, müssen wir schon hier rauf. Ja. Ja, guck mal. Sieht gut aus. Und hier ist UV. Nice. Können wir da... Oh ja. Wir können hier dran... Oh mein Gott. Oh. Hat gerade so gereicht an Ausdauer. Aber ey, wir haben es geschafft. Nice. Müssen wir... Oder müssen wir hier? Wir müssen hier. Okay. Ich finde es gut, dass das immer so leicht gelb markiert ist. Wenn man irgendwo klettern kann, weil sonst hätte man absolut keinen Plan, wo man her kann und wo nicht. Was? Generator? Hier? Reparatur? Achso. F-Spam. Komm, mach. Und wir haben eine neue Sicherheitszone aktiviert. Sehr geil. Und hier ist Honig und Kamille. Sehr gut. Schön. Bisschen Kamille noch. Bisschen Honig. Honig ist nicht mehr da. Okay. Nur dieser eine Topf. Gut, da drüben gibt es aber noch was. Und ich glaube, dieses Mal müssen wir nicht das Seil benutzen. Oh, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Schon etwas hoch. Das ist schon etwas hoch. Gut, probieren wir das Seil. Ah, okay. Schlecht gesprungen, aber doch. Anscheinend muss man das Seil benutzen. Und eine weitere Luftlieferung ist hier. Nice. Gib her. Gib her, wollte ich sagen. Militärtechnologie. Ich bin echt gespannt, wofür man das braucht. Das scheint irgendein irgendein Verbrauchsgegenstand ein ganz normaler zu sein, weil wenn dort einfach nur steht Militärtechnologie plus 1, dann ist das wohl irgendwas, was man öfter benutzen kann für irgendwelche Sachen. Und wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder runter? Ja, da auf jeden Fall nicht. Etwa mit dem Seil? Probieren wir's. Okay. Nein, das wollte ich nicht! Das wollte... Wenigstens respawnen wir hier. Und wir müssen anscheinend genau denselben Weg wieder runter, den wir hergekommen sind. So. Alter. Ich dachte so, ja, okay, ich drück C, dann klettert er halt runter. Aber nein, C wird nur zum Loslassen benutzt. Und nicht zum Runterklettern oder wie auch immer. Okay. Habe ich ganz gut gelöst. Step by step einfach runtergeflogen.
Und jetzt zum Hemmstoffbehälter. Warum sind hier eigentlich so wenige Viecher auf den Straßen unterwegs? Der Hemmstoffbehälter da oben? Wenn ja, dann können wir doch hier hochklettern. Oder nicht? Ich glaube nicht ohne Skill. Ich glaube nicht ohne den benötigten Skill. Okay, hier können wir aber... Hier können wir hoch. Das ist sogar ziemlich easy. Okay, schön. Oh nein, wir entfernen uns. Ja, jetzt. Jetzt ist er in der Nähe. Ist er hier drin? Kann nicht durch die Tür. Okay, das scheint nur ein Rückweg zu sein. Das scheint halt echt eiskalt nur ein Rückweg zu sein. Müssen wir dann erst zu Sophie und dann durch das ganze Gebäude oder wie? Ach du Scheiße. Okay, schön die Rolle gemacht. Geil. Gut, dann gehen wir halt hier durch das Gebäude. Ich denke... Aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Aha. Fuck. Denk daran, warum du hier bist. Fuck. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Alter, da ist ein Hemmstoffbehälter drin. Wir bleiben hier. Gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Oder ist an beiden Spots ein Hemmstoffbehälter? Das wird halt auch Sinn machen, dass der hier optional ist und der andere auch optional, dass man halt nur einen von beiden bekommt. Aber hier ist zu 100% einer. Also werde ich jetzt garantiert nicht umkehren. Wenn wir schon einmal hier sind, dann holen wir uns das Ding ab. Scheiße, ich bin zu spät. Sophie! Barney! Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Öffnen? Okay, wir sind doch fast da. Komm schon, jetzt zeig mir nicht den Mittelfinger. Der ist genau hier hinter der Wand. Können wir hier aufmachen? Hier können wir aufmachen. Okay. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich. Komm. Können wir nicht die Tür auftreten oder so? Und hier, ach, guck mal, hier waren wir doch eben. Ja, wir haben jetzt hier einen Shortcut geschaffen. Und da drüben, ich denke, wir werden den noch bekommen. Da drüben, wenn wir hier dann runtergehen, glaube ich. Oder hier auf der... Hier auf der Etage, direkt hinter der Tür? 0 Meter. Oder direkt... Nee, unter uns kann es ja nicht sein, das ist ja das Treppenhaus. Oh. Das Ding ist doch nicht da drin, oder? Nein. Hä? Was zum Teufel? Okay, ja, okay, hier geht's nicht weiter, ne? Hier müssen wir jetzt weiter und da drüben in das Gebäude. Ja, okay. Da können wir auch da hochklettern. Glaube nicht, dass wir da hochkommen. Also gehen wir hier lang. Ja, guck mal, da geht's doch. Da geht's doch easy rein. Zack. Und dann hier durch. Jawohl.
Hier liegen viele Leichen, okay. Und da ist er. Da ist er. Gib das Ding her. Geile Aktion. Puh, okay. Oh, hier hätte man... Wann waren wir da schon? Nein, wir waren da noch nicht. Da liegt nämlich noch eine Waffe drin und so. Aber von da aus kann man dann hier auch den Hemmstoffbehälter sehen. Oder von hier aus halt die Truhe. Wie man sieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen weiteren Hemmstoff. Und können hier unter Fertigkeiten... Was? Ach so. Okay, wir brauchen noch einen weiteren Hemmstoff. Ich dachte, man kann pro Hemmstoff immer ein Upgrade, aber nein. Hier ist Aether. Kann mich jemand hören? Anscheinend nicht. Corporal Kominski, sind Sie da? Nö, aber Aiden ist da. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich habe euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Scheiße, Alter. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Ich will euch nicht umlegen, Leute. Barney! Barney, warte! Fuck. Okay. Er wollte es nicht anders. Yo, wie die wegfliegen. Was zum Teufel? Was ist das für eine Waffe? Ist das geil. Au. Ist das... Das ist ja mal ultra witzig, wie die wegfliegen. Boah, ist die stark, Alter. Holy shit. Jo, okay, also man merkt, dass ich Müllwaffen benutzt habe vorher. Die Level 2 Waffen sind ja mal direkt um einige stärker. Holy shit. Gut, und hier ist noch mehr Kram. Plus 3 Arznein? Ja, sehr gut. Dann ist unser Heal-Problem schon mal weg. Oder erstmal. Auf jeden Fall. Nice. Und hier kann man dann... Ah, hier hat man dann auch das Rad. Okay. Ihr werdet euch jetzt denken, ja? Bist du blöd? Das weiß man doch schon lange. Ja, aber... Ich bin halt nicht mehr drin. Es tut mir wirklich leid. Ich bin halt einfach nicht mehr... Nicht mehr drin in einem Game. Und deswegen ist das gerade wie das erste Mal für mich. Als ob ich es zum ersten Mal sehen würde. Fuck du. War ja klar. Ja, Hermann, Alter. Aber wir haben uns doch ganz gut verstanden. Junge! Nein, ich will nicht Herman umbringen. Verdammt, hier geht's nicht Sophie, bitte. Oh, wir stürzen uns runter. Ah, damn. Du beschissener Grizzlybär. Nein, ich muss Herman umbringen. Scheiße. Selbst er fliegt so geil weg. Au. Lass mich mit Sophie reden. Gib mir eine neue Waffe. Hau ab. So. Dann hauen wir ihm ein paar Mal auf den Kopf. Ah, Alter.
Ich will dich doch nicht umbringen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Was? Ich war doch gar nicht bei ihm. Autsch. Okay, jetzt greift er nicht nur einmal an. Ich bin doch nicht bei ihm, Mann. Okay, geil. Jetzt haben wir ihn aber einmal ausweichen können. Und jetzt haben wir ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Kombo war ultra geil. Schade, Alter. Ich wollte es nicht, aber... Er hat mir, wie gesagt, keine andere Wahl gelassen. Oder hätte ich hochklettern können? Nein, hätte ich hochklettern können? Nein! Nein, man hätte ihn verschonen können. Okay, nein, man kommt nicht hoch. Oder da drüben? Autsch. Ach, scheiße. Okay. Aber nein, man hätte ihn nicht verschonen können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das habe ich nicht gesehen, sonst... Hätte ich es zumindest probiert. Aber ich glaube, nee, ich glaube, da kommt man nicht hoch. Aber warum dann das einbauen? Sehe ich halt irgendwie nicht. Fuck. Immer da, wo du mich brauchst, huh? Anscheinend. Deswegen. Ah, okay. Man hätte ihn nicht verschonen können. Diese Passage ist nur für die Leiter. Na gut. Barney, Junge. Finde Barney. Wo bist du hergekommen? Ja. Mein sechster Sinn, frag ich mich auch. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Etwas über Lukas oder Schlimmeres. Ja, über Lukas schätze ich auch. Erst der Mord am Commander. Und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten und Villador selbst von den Peacekeepern zu befreien. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Er ist so ein Idiot, ey. Wir bleiben in Verbindung. Gut. Dann werden wir jetzt Barney suchen und das... wird Barney? Wahrscheinlich auch tödlich enden. Ich finde dich. Ach, jetzt können wir es öffnen. Aiden, wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also. Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Könntest du es versuchen, aber... Wir können uns gegenseitig helfen. Ich habe ja keinen Angriff oder so mit denen geplant. Ich habe nur versucht... den Mord aufzuklären. Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lukas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir. Warst du es?
Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich dieser Mörder? Was hat Eto dir versprochen? Eta versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser und ich bring dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes. Das ist was anderes. Ist so. Was dein Angebot angeht. Sag ich doch. Wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst, bringen wir dich ins Zentrum. Hilfst du uns? Schon verständlich, dass sie misstrauisch geworden ist. Okay, was ist der Plan? Sie wusste ja nicht, was wir mit denen zu tun haben. Wir haben die Chance, den Turm einzunehmen. Er lebt eiskalt. Wir kümmern uns um die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst ist müssen das wir aber geil. Den Zugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe oh, Herman, du lebst. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frage ich. Ich soll also hochklettern. Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir nicht. Was sind denn andauernd diese scheiß Soundbugs? Techland, was soll die Scheiße? Bro? Hast du Sophie nicht gehört? Das ist ein Job zu erledigen. Ja, dann krieg ich die Waffe erst später, oder was? Ja, fuck off, Alter. Na gut. Der Wasserturm ist da drüben. Heilen werde ich erst später. Ach, geh doch bitte einfach runter, Aiden, ja? Benutzt du bitte die Leiter? Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Was ist das denn? Funktioniert ein Scheiß hier. Gut. Autsch. Ja, heilen werde ich erst später, weil auf dem Weg dahin werden wir sowieso nochmal Damage bekommen. Also kann ich mir das Medipack erstmal sparen. Gut, an den ganzen Viechern laufen wir logischerweise vorbei. Wie es aussieht, sind die Banditen aus dem Wasserturm geflohen. Da ist keiner. Sophie will mir einen Zugang zum Zentralring zeigen. Sehe ich doch noch gar nicht. Ich helfe, wieder ins Wasser zu kommen. Ach so. Klingt gut. Sie ist hier aufgewachsen. Kennt hier jede Ecke besser als die meisten Taxifahrer. Ach so, wir reden mit... Der Typ ist zwar ein Clown, aber gefährlich. Früher als ich dachte. Wir reden gerade mit, wie heißt er? Irgendwie habe ich im Sinn, dass der... Verdammt. Scheiße. Irgendwie habe ich im Sinn, dass der Hakan heißt, aber heißt der so? Wasserturm, kommen wir da einfach so rein? Nein, scheiße. Abbrechen, abbrechen! War so klar. Ist zum... Okay. Haut ab. Haut ab, ihr Drecksviecher. Macht euch doch allesamt weg. Meine Fresse, Alter. Kann man hier nicht mal eine Quest machen, ohne von diesen Kackviechern belästigt zu werden. Oh, schön. Oh, ich hab irgendeine richtig schwere Waffe jetzt anscheinend. Schön. Ja, so macht das doch Spaß. Haut ab! Geil. Schön. Ja, gut. Die
hat zwar eine gute Reichweite und schleudert die Gegner auch manchmal weg. Aber Damage sehe ich jetzt nicht. Au. Ja, Junge! Schlag halt zu! Du Keck, Alter. Schlag jetzt zu. Weg mit dem Vieh. Dem hässlichen. So. Los? Ja, mit A. Gerade kurz vergessen, wie man nochmal das Schloss dreht. Dumm. Sophie? Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Ernsthaft jetzt? Der Turm ist vermint. Versuch die Sprengladungen zu entschärfen. Wir können sie einfach mitnehmen, oder was? Ja, alles klar, Bro. Haben wir einen Death-Timer? So einen unsichtbaren Timer, wo wir dann einfach hinterher sterben, wenn wir zu langsam sind? Ich hoffe mal nicht. Wäre auch ein bisschen langweilig, wenn es keinen Timer gäbe, ne? Ja, gut, dann beeilen wir uns lieber. Hoch. Okay, geil, hier ist ein Hemmstoffbehälter. Ist der ganz oben? Oder wie? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Können wir hier... Okay, wir können es kaputt hauen. Sehr gut. Gib das Ding her. Weg mit diesem Müll. Junge, wie die Sprengladungen für sowas benutzen. Diese Vollidioten. Und könnte die doch bestimmt viel geiler nutzen, oder nicht? Okay, da oben. Okay, da oben geht's lang. Okay, schön. Ja, ihr werdet ja auch nicht lebend rauskommen. Jack, gib ihn zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Sie werden sterben. Jack, ich warne dich. Hab sie. Und das Wasser ist gesichert. Nein, heute nicht. So, aber erstmal gönnen wir uns den Hemmstoffbehälter. Guck mal hier. Rübergeben den Scheiß. Jetzt haben wir einen Strich, also einen voll und einen Strich, oder? Nein. Warum wird das dann andauernd doppelt angezeigt? Zwei Hemmstoffe gefunden haben? Weird. Gut, Ah, doch! Okay. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wir haben doch zwei Hemmstoffe gerade wiederbekommen. Gut, dann habe ich absolut keine Fragen gestellt. Auf mit dem Scheiß. Aber nicht runterspringen, Junge! Chill! Okay, dann halt erst da unten ankrabbeln. Ihr habt es so gewollt, Arschlöcher. Schnauze da. Sind nicht direkt dahinter. Wird mich doch jetzt einfach da runterstoßen. Die Arschlöcher vom Bazar. Als ob die Dekker das nicht mitbekommen. Wir werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Wir haben verloren. Wir können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuer. Was geht denn bei denen? Kommt hier lebend raus. Jo, ich will nicht sterben, du Arschloch. Hey,
Wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Wir verhandeln nicht mit den Arschlöchern. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Mhm. Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du es nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt. An einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich will den Leuten auf die Fresse hauen jetzt. Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von dem Peacekeeper erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt. Ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja. Unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel drankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Mhm. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villador vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger. Hilfst du uns aus der Stadt, oder was? Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger. Zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich will denen aber nicht helfen. Ich werde denen nicht helfen. Ich verhandle nicht mit Erpressern und Mördern. Oh Mann, guckt euch den Heiligen an. Der Pilger will für uns predigen. Oh, du verdammter Narr. Tu es, Jack! Los! Mach's gut, Bazar. Was? Was ist? Funktioniert euer Spielzeug nicht? Du warst das? Das wirst du büßen. Voll der Scheiß, ihr Säcke. Hau ab! Yo, der Hammer geht ab. Der Hammer geht richtig ab. Junge. Ach so, die benutzen nur schwere Angriffe. Ja, ich bin dumm. Es tut mir leid, Leute. Scheiße. Komm schon. Jawohl. Den ersten haben wir. Was? Ich bin noch ausgewichen, Mann. Gut, dann halt nicht. Hau ab. Stirb jetzt weg. Wie ich mit dem Baseball spiele. Nein! Ah, du Sack! Ja, stirb jetzt! Du Drecksau! Elendige! Nein, 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 nein! Du schlägst dir gar nicht mehr zu! Okay, nice. Solange wir er treffen, brauchen wir gar nichts zu befürchten. Wir können so nah an ihn ran, wie wir wollen. Und selbst wenn er ausweicht, können wir nochmal nachsetzen. Und ihn damit erwischen. Okay. Da haben wir ihn auch gerade sehr gut eingekesselt. Und das war's. Ja, Alter. Band, was ist das? Touristeninformationen, Villador Horseshoe. What the fuck, Sammelobjekt, okay. Interessant.
die Flaschen hätten wir noch benutzen können, um gegen die zu fighten. Hat es jetzt aber nicht gebraucht. Dann nehmen wir uns hier den Müll weg und kriegen nochmal 3 Arzneien. Und noch eine Waffe. Geil. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren? Stadtausrichtung. Wenn Sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnen diese, die umgebende Zone zu kontrollieren. Eine Gruppierung eine Zone übernimmt, führt sie ihre Strukturen ein. Peacekeeper beginnen mit der Installation von kampforientierten Fallen, während Überlebende Parkourhelfer generieren, welche die Durchquerung einfacher machen. Je mehr Gebäude sie einer Gruppierung zuweisen, desto stärker wird sie, sodass sie noch bessere Gebäude errichten kann. Und der jetzige Status der Stadtausrichtung kann über das Menü Karte aufgerufen werden. Okay. Das hört sich sehr interessant an. Und hier können wir die einzelnen Stufen sehen, oder wie? Pendelfallen. Okay. Interessant. Erhalten Sie eine halbautomatische Armbrust und einen Satz Entwürfe für einzigartige Elementarbolzen. Okay, das ist schon mal ganz geil eigentlich. Schnellschießende Rasiermesserkanonen sind gut für die Beseitigung von kommenden befallenen Horden. Alles klar, Alter. Autofallen. Das mit Sprengstoff, ne? Ja. Das kennen wir ja schon. Und das... Ach, das ist die erste und das ist die zweite, oder wie? Ziplines. Deutlich schneller möglich. Sie entstehen zusätzliche Routen durch eine Zone. Bringen Sie mit Airbags in Zonen mit Überlebenden. Was? Die in Zonen mit Überlebenden installiert sind, sofort über hohe Mauern. Landetaschen dämpfen ihren Sturz, sodass sie den Boden schnell und sicher erreichen. Wiederbelebende Überlebende. Das ist cool. Oh, das ist krass. Verbesserte Lüftungsöffnungen, die ihre Mobilität mit dem Gleitschirm verbessern. Gleitschirm? Okay, den Gleitschirm habe ich zwar noch nicht, aber hört sich auch geil an. Modernisierte Airbags, mit denen sie noch höher als zuvor springen können. Ich glaube, das ist schon ein Muss, oder? Hinterher mit dem Gleitschirm, wenn man den überall benutzen kann. Das wäre krass. Und kriegt man nicht auch... Man kriegt doch auch einen Greifhaken, oder nicht? Hm. Geben wir es erstmal den Überlebenden. So. Ich meine, wir sollten das ja auch für Sophie hier machen, also entscheiden wir uns erstmal so. Jawohl. Geil auf jeden Fall, was man hier alles machen kann. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass
Sie haben die Zoom-Stufe der Stadtausrichtung freigeschaltet, okay. Ah, da ist der Zentralring. Und das ist dann eine zweite Karte, oder wie? Okay. In der Zoom-Stufe Stadtausrichtung sehen Sie den aktuellen Status der Zonen der Stadt. Sowohl die neutralen Zonen als auch die, die durch Peacekeeper oder Überlebende kontrolliert werden. Hier finden Sie verschiedene Stadtbelohnungen, die Sie erhalten, indem Sie die Zonen den Gruppierungen zuweisen. Um eine Zone einer Gruppierung zuzuweisen, entdecken Sie ihr... Was? Entdecken Sie ihr Gebäude. Wasserturm oder Stromwerk, aktivieren Sie es und weisen Sie es der Gruppierung zu, die Sie unterstützen möchten. Okay. Alles klar. Kann man das auch noch ändern? Oder geht das nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann, wenn man es einmal zugewiesen hat, kann man es nicht mehr ändern. Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Du kannst gehen und Barneys Sachen durchsuchen. Die Luft ist rein. Ja gut, alles klar. Hier habe ich direkt einen... Ach komm schon, Bro. Hier habe ich direkt einen Safe Point gesehen. So einen Punkt mit goldenen Bäumen. Und da habe ich jetzt ziemlich Bock gehabt, mir das direkt hier wegzugönnen. Deswegen bin ich hier direkt hin. So. Harz gibt es hier auch. Kamille, extrem viel. Und da drüben sind auch nochmal goldene Bäume. Das werden wir uns auch noch holen. Und dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. So wie es ausschaut. Was ist passiert? Du willst mich doch veralbern. Gut. Nee, selber. So. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Aua. Gut, dann machen wir die ja noch weg. Aber dann verabschiede ich mich. Hau ab da. Ja, stirb jetzt da, Junge. Komm schon, ey. Ich will den Part beenden. Weg mit dir. Können wir dich da runterstoßen? Ja, Mann. Sehr schön. Wo ist der letzte? Und da sind sie alle weg. Der ist jetzt da drüben. Ah! Du Sack. Gut. Dann scheißen wir mal auf den. Schnappen uns hier die ganzen Krempel. Und dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst. Und... Na, komm mal her. Und... So, jetzt. Sag mal. Und tschüss. Mann, ey.